Okay, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wie wir das ganze System aufbauen mit Solarpanel, mit EcoFlow und mit die Propulsion. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben das jetzt hier als Setup mal ins Boot eingebaut. Wir gehen mal rum. Wir haben hier oben eine Solartasche drauf. Das ist jetzt 200 Watt Peak, geht auch mehr. So, und dann gehen wir hier rum und dann sehen wir schon die Verdrahtung, wie das aufgebaut ist. Und zwar steht unten eine Delta 2 Max von EcoFlow. Wir haben oben drauf den ersten Zusatzakku für den ePropulsion Spirit 1 Plus am Standard-Ladegerät. Hinten am Wechselrichterausgang sind die beiden Ladegeräte angeschlossen. Da ist das nächste. Und hier können wir während der Fahrt 180 Watt gleich nachladen. So, es gibt ein Original-Ladegerät von ePropulsion, wo ich also direkt das Solarpanel anstecken kann mit 200 Watt. 180 Watt nachladefähig. Das umgehen wir hier ganz elegant, weil wir hier die gesamte Power-Management-Lösung haben. Bestehend eben aus der EcoFlow Delta 2 Max mit Lithium-Eisenphosphat-Akku. Ein Wechselrichter, der genügend, mehr als genug Leistung bringt, um das ganze System mit Power zu versorgen. Der steht normalerweise dann während der Fahrt hier vorne. Da ist er dann gut unter den Kojen untergebracht, auch weit weg vom Spritzwasser unter der Kajüte. So, und dann können wir zwei Ladegeräte an den Wechselrichterausgang anschließen, reiner Sinuswechselrichter, und können also 360 Watt sofort nachladen. Während ich einen Akku leer fahre, lade ich den nächsten. Es gibt auch einen Schnelllader noch dazu von ePropulsion. Der schafft es dann, den Akku in anderthalb Stunden zu laden. Auch dazu wäre die EcoFlow Delta 2 Max, die Powerstation unten drunter, geeignet, das entsprechend umzusetzen. Der große Vorteil bei der Delta 2 Max ist, ich kann zweimal 500 Watt, also insgesamt 1 kW, anschließen direkt an Solar Input. Ja, und damit ist das also das ideale Power Management System für elektrisch Bootfahren. Das Versorgen der Akkus, das würde dann auch bei größeren Systemen funktionieren, wie beim Navy 3 Plus mit den E-Batterien. Wenn ich den entsprechenden Lader habe, den ich dann anstecken kann, also 30 Ampere, kein Problem, schafft die Delta 2 Max auch. Oder dann eben die Delta Pro als größeres System, die den Vorteil hätte, 1,6 kW Peak Solarpanels direkt anzuschließen. So, so schaut es also aus vom Setup. Ich kann also auf das Original-Ladegerät verzichten, was von ePropulsion dazu geliefert werden kann. Also Solarlader brauche ich nicht. Die Solarladung und die gesamte Technik funktioniert dann also über die EcoFlow. So, und mit der versorge ich meine Fahrakkus, versorge die Kühlbox, versorge das Aufladen der Drohnenakkus, versorge das Aufladen der Kamera und alles, was dann irgendwo noch an Strom gebraucht wird. So, und das ist der große Vorteil, wenn ich also die beiden Systeme miteinander kombiniere, beides marktführende Systeme, einmal EcoFlow, Weltmarke für Power Solutions, Power Stations und Home Elektronik mit Ladesystemen für Solarpanels. So, wie gesagt, großer Vorteil, zweimal 500 Watt. So, und dann beide Systeme dran und so fahre ich den ganzen Tag mit dem Boot elektrisch, ohne dass irgendwie ich irgendwo auf irgendeine Infrastruktur angewiesen wäre, wie Landstrom und so weiter. Den Beweis treten wir demnächst an. 1000 Kilometer Elektro-Solar. In diesem Sinne, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was aufgeklärt über das Thema, wie ich elektrisch fahren kann mit ePropulsion und mit EcoFlow, ohne dass ich also auf Landstrom oder Fremdstrom von irgendwem angewiesen bin. Jo, in diesem Sinne, gute Zeit, euer Det von Ausgewildert.